Moin Community. Die Herbsttour geht los. Ja, die Jungs, alle startklar? Natürlich. Sonne scheint, Geburtstagskind haben wir heute auch an Bord. Hier, da ist er, der da. Der hat gesagt, der will heute Essen ausgeben, da bin ich mal gespannt. So, und Mike hier macht seine Arbeit. Wie immer kurz vor Abfahrt. Ja, und ansonsten haben wir ein paar bekannte Gesichter dabei. Ja, da läuft schon weg. Ja? Der Große, der Küchenmann. Wo ist denn der Vogtländer? Also der Vogtländer ist noch nicht im Gange, aber wie man sehen kann, sein Fahrzeug ist schon im Gange, auch einmal durch. Renoviert. Hat der Mike gemacht. Mal sehen, ob es hält. Ja. Werden wir die Pappnase wahrscheinlich dann gleich begrüßen. Wahrscheinlich beim ersten Stopp, wenn das erste kaputt geht. Lange kann es ja nicht dauern. Da würde ich sagen, da werden wir mal starten. Bis gleich. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ja. Der kleine Küchenbulle ist auch mit dabei. Er hat die Afro-Matte hat er schön gefilmt heute früh. Er sieht aus, als hätte er sich mit dem Knaller gekämmt, aber geht. Ich hoffe, dass er reinpassen, die beiden Jungs hier. Und guck mal, wer da kommt hier. Ja, da, ja, mit neuen T-Shirts hat er Selekkas mit ihm gemacht. Für den Vogtländer. Willst du noch kein Jäckchen anziehen, oder? Doch? Bin gespannt. So, dann jetzt geht er los. Oh, wir stehen schon alle hier. Und die Küchenfraktion, die Feuerlocke und der Küchenbulle, die sind im Gange. Ich hoffe, sie kommen hoch. Einen Reifen haben sie schon zerballert, da muss ich schon mal runterfahren, Reifen neu machen. Oh, jetzt kommen sie. Ja, kommen sie angeblasen. Da kommen sie angeblasen. Oh ja. Da kommen sie. Geht wie Sau, ne? Oh, jetzt kommt die Küchenfraktion. Das müsste Feuerlocke sein. Macht doch da. Hier kommt der Reifenpatient. Das geht wie verrückt, ne? Ja, also hier liegt wieder ein Bäumchen im Weg. Das Leckers fühlt sich schon drumherum. Mal sehen, der Vogtländer, wie viele Anläufe. Oh, ich muss mal Weg suchen, dass er mich nicht umfährt, der Honk. Naja, geht doch. Bisschen ein paar Mengen geblieben, aber geht. Geht doch. Das Handicap ist gar nicht so groß. Ganz locker. Sie sind alle schon Platz gefahren. Die Herausforderung ist nicht ganz so groß. Jetzt haben sie auch noch die Bäume weggerollt da unten. Naja. Jetzt kommen sie schon zu Fuß hier, die Experten. Hier, der Feuerlocke. Der Feuerlocke gibt alles jetzt. Oh, jetzt. Nicht kaputt machen, so viel Gas brauchst du nicht. Feuerlöckchen kommt jetzt hier berg runter.
Der Küchenbulle hat sich wieder festgerammelt hier. Oh, Alter! Das ist der falsche Weg! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Da gibt es wieder Action. Oh, da ist ganz schön schwierig mit deinem Gewicht auf der linken Seite. Da könntest du umkippen. Ach was, komm runter. Und wenn es nicht schlimm kippt, dann mach ich wieder hoch. Ach, muss noch mal zurück. Stückchen zurück. So, gut. Ah, das war zu viel. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Jetzt brauchst du Winde sicher. Probier mal, aber schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Fahrt ihr mal ran. Zieht ihn mal hoch. Warte mal kurz. Warte. Machen wir die Sperre rein bei dir noch. Den Hebel herumklappen da vorne und den gelben Knopf drücken. Links. Weißt du? Ah, ich muss mich dreckig machen, da will ich nicht hin. Du weißt doch, wo der Allradschalter ist. Da kannst du so eine Klappe rüberschieben. Und jetzt schön langsam kleinen Gang und er zieht vorne. Immer schön langsam, das geht schon. Immer schön kommt. Ja, fahr ruhig mal zurück, zieh mal zurück. Komm. Aber hey, gut. Jetzt musst du nur den gelben Knopf wieder zurück machen. Alles gut. Ja, bleib mal stehen. So, Säcki weg. Und jetzt die nächsten Experten hier. So geht das. Ist da. So muss das sein. So, jetzt gibt es eine Katastrophe. Jetzt kommt Feuerlocke. Oh. Hat funktioniert jetzt. Oh. Ohne Sinn und Verstand. Ja, wer hat den zweiten Reifen kaputt gefahren? Der Küchenprofi. Küchen kann er bauen, aber fahren ist nicht so seins. Nee, macht aber nicht. Immer über diese großen Dinger drüber, alles kaputt gewamst. Ja. Ist halt auch alles nicht mehr so dolle, das Material. Und wieso bist du jetzt so komisch hingefahren? Ach. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, die andere Seite war es. Ach, scheißegal. Oder ist die andere Seite auch kaputt? Nee. Muss jetzt nur mal einer drüben hinfahren, ein bisschen hochheben. Nur nicht so viel, dass es nicht umfällt. Sonst rollt er beide den Berg runter. Wäre auch nicht schlecht. So. Jetzt noch mal Waschauer Wippe machen und dann. Oder wir können sie alle anheben. Ist egal, Frank, können wir auch machen. Fränkchen. Können alle mal hochdrücken. Ja, lass uns mal kurz anheben, alle. Nicht schon mal nach Bier saufen. Frank, bleib stehen. Wir machen einmal hoch kurz. Und bring das Rad dann mal mit. Und die beschweren sich alle, du fährst zu langsam. Naja, du bist das. Geht so langsam vorwärts. So, das Rad, und dann können wir es hier mal schnell dran stecken. Da brauchen wir jetzt nicht erst wieder umherhegen. Ja. Liebe Community, übrigens da unten, dort, wartet mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt groß kriege. Ja. Geht nicht groß. Da unten ist auf jeden Fall unser Haus. Ja, dann wollen wir mal. Vogtländer, gib alles! Gib alles!
Ja, um die Kurve rum, da musst du da volles Rohr machen. Das ist tief. Jetzt Feuer! Jawohl. So, großen Gang und Vollgas. Nicht in die Spurrinne nach vorne kommen. Vollgas. Vollgas, sonst klappt's nicht. Vollgas rum, volles Rohr. Jawohl. Jawohl. Nächste. Erledigt dabei. Hast Allrad vergessen, oder was? Ja, ist auch vorne was weggebrochen, so wie es aussieht. Da ist irgendwas kaputt. Irgendwas ist da kaputt. Ich gucke mal, warte. Liebe Community, Mike, sein Streitbauern ist nicht weit gekommen. Ich weiß nicht, ob man sich da freuen muss, aber auf jeden Fall ist er schon mal kaputt. Sah schön hier die Spurrille rein hier vorne, Licht schön auf. Die Asphaltpiloten. So, jetzt mal zurück. Und jetzt machen wir das Ding mal hoch und gucken mal, was das noch alles zerlegt hat. Die Antriebswelle ist auf jeden Fall schon mal kaputt. Kaputt. So, Mieke. Mieke, da liegt wieder alles im Dreck. Mieke. Ist alles kaputt hier. Da waren. Schrott. Schicke dir gleich mal ein Video, Mieke. So, hochbocken. Bis gleich, Community. Los, erzähl mal der Community, was wieder passiert ist. Erzähl mal, was wieder passiert ist. Mike seine Karre wieder abgerockt. Nach 5 Kilometern. Er hat gestern 5 Stunden repariert. 5 Stunden repariert, dann 5 Kilometer. Ja, jetzt hätten wir mal über 10 Stunden repariert. Ja, die lachen noch. Die Bruchpiloten lachen noch. Der arme Mike. Also, nur mal so zur Schadensaufnahme. Es hält sich noch in Grenzen. Wenn man das so sagen kann, es ist also quasi nur vorne das Rad abgebrochen. Also tatsächlich habe ich sowas noch nie gesehen. Da muss ich einen Garantieantrag machen. Weil die Antriebswelle ist weggebrochen bei Polaris. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also es sieht wirklich nicht gesund aus. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich es so da hinkriege, weil es muss ja jetzt hier vor Ort reparieren. Aber wie man sehen kann, die Bremse, wo ist der Bremse? Ist tatsächlich das Ding rausgebrochen. Da ist noch drin. Die Bremse ist im Arsch, der Bremsträger ist kaputt. Das Problem ist, dass ich jetzt alles ausbauen muss und muss es irgendwie mit nach Hause nehmen und muss es reparieren. Ja, da ist der halbe Tag wieder gelaufen heute für die Jungs. Ja. Bring das Lenkrad weg. Ja. Der Rest steht noch im Wald. Hab ich vor uns gesagt. Ne? Wir können ja das Lenkrad rausfahren und geben sie hin. So. Ja. Also, lieber Mike, Rallye-Legende. Die gute Wartung und Pflege von Herrn Waren hat es wieder bezahlt gemacht. Nee, ich glaube, da kannst du jetzt nichts dafür. Ja, erst schön. Das, trotz Anweisung, ich gesagt habe, komm nicht in den Graben, ist er durch den Graben lang gefahren. Hat aber nichts damit zu tun, dass die Antriebswelle weggeflogen ist. Aber ja, habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, die Küchenprofis, die stehen auch schon parat. Mitigas, leider Gottes, jetzt den Berg hier hochgeklettert. Wie man natürlich da oben, wo es blinkt, das ist mein Wagen. Da oben, da holt er jetzt das Werkzeug. Hätte das Fahrzeug nehmen können, nicht runterkommen können, aber naja, jetzt kommt er mit der Hand. Da muss ich dann wieder hochlaufen, das ist noch viel schlimmer. Gut, dann würde ich sagen,
Liebe Community, bis gleich. So, liebe Community, mit gemeinsamen Kräften, ja, mit dem bärenstarken Küchenbullen, haben wir jetzt die Antriebswelle auch rausgekriegt, die das Problem darstellt immer. Also haben wir es zerlegt und jetzt fährt er so lecker aus Witzig heim und guckt mal ein paar Teile heute. Und in der Zeit ist der Vogel noch eingeschlafen. Aber der hat ja ein Brot mitgenommen, oder? Ja. So, und die haben jetzt auch alle Pause hier. Der Vorteil ist, wenn die ja Pause haben und steht hier, geht nicht noch mehr kaputt. So, bis gleich. So, da ist ein leckeres Hutzi auf den heimischen Hof angekommen. Er hat natürlich wieder alles gegeben für die Rettung der Gruppe. Wie man sehen kann, ist nichts mehr dran. Also er ist gefahren bis zur letzten Sekunde. Er hatte zwar ein Reserverad hinten dran, aber leider lag das Werkzeug an einer Unfallstelle. Deshalb, naja, wie man sehen kann, die neue Felge ist wahrscheinlich noch ganz, wenn ich Glück habe. Nur den Reifen hat's zerwichst. Also, wir fangen jetzt an zu schrauben, bis gleich. Hab's alles wieder zusammengeschraubt hier. Neue Welle, neues Radlager drin, Bremsbeläge neu, zeige ich euch nachher nochmal. Ja, wir fahren jetzt wieder los, gehen weit, dauert ein paar Minuten, ehe wir da sind. Ich habe mein neues Rad dran gemacht, eins vom Vogtländer, der freut sich bestimmt. Ja, und ja, das haben wir mal geholt auf der Straße. Sehr, sehr sauber abgefahren. Ohne dass es angefangen hat zu brennen, geht also. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Lecker Fuzzi, der häkelt jetzt die Kommode wieder zusammen hier. Guckst du? Guck, ja. Vogtländerchen. Ja, guck mal her, Holger, guck mal. Mein Lieblingswerkzeug. Ja. Der Kopfhammer. Schräubchen. Aber oben was? Oben. Aber alles drin lassen hier in deinem Körper, ne Daniel? Bremsscheibe. Warum machst du denn da wieder rein? So, hier sind wir wieder. Wir haben die Kommode wieder zusammen, aber leider Gottes, was wir nicht gesehen haben. Die Bremsleitung noch erwischt, die haben wir jetzt kurz geklemmt. So, fahren tut er jetzt wieder. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Ding nach Hause und repariere noch die Bremse. Und zum zweiten Mal, der Tag ist heute auf jeden Fall hin. Aber ich bin ja schon genug gefahren dann heute. Der Vogel hat schon genug gefressen heute. Ja. So, da muss jetzt einer mit meinem Wagen wieder fahren, weil ich es ja ungern mache, aber es ist jetzt nicht zu ändern. Und nicht kaputt machen, wenn es geht. So, bis gleich, liebe Community. Ich melde mich aus der heimischen Garage, wenn wir Rallye-Legende Mike seinen Schrotthaufen wieder zusammengehegelt haben. Das ist die gute Wartung und Pflege ist eine Katastrophe bei dem. Also Community, also wer mich kennt, der weiß, auf was von der Temperatur der TKS gerade ist. Also 180 Grad reichen nicht, weil wir wollten gerade losfahren. What the fuck? Wie man sehen kann, Mike seine Mühle andere Seite Rad ab. Ich hab die Schnauze gestrichen voll mit dieser Scheiße hier. Mit dieser Dreckskarre. Die gute Wartung und Pflege ist einfach ein Traum. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier kaputt ist. Aber da sich kein Rad gedreht hat, vorne links, vermutlich das Gleiche. Naja, da ist eben für mich heute hier die Runde zu Ende. Da ist eben heute Schraubertag. Ja, das ist übrigens der neue Hausmeister, der hat gesagt, er will Hausmeister machen hier. Kann Mike wieder auf die Deponie zurück, kann er seinen Scheiß hin und her fahren und er bleibt hier in der Höhle. So, ist nicht so lustig, wie es sich anhört. Also Community, auch auf den Verdacht hin, dass es euch scheißdreck interessiert, aber mich interessiert schon, weil zweite Seite genau das gleiche, diesmal nicht ganz so viel kaputt, aber es hilft nicht, wir müssen eh zurück. Also die Antriebswelle hat es wieder da abgeschert, also ich weiß nicht,
was da passiert ist. Der ist schuld, was er gemacht hat. Aber ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen. So, jetzt noch mal gucken, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, demontieren wir. Liebe Community, es wird immer besser. Jetzt holen wir noch für irgendeinen Kuhbauern die Kühe aus dem Wald. Nur damit er sich freut. Jetzt treiben wir die Idee bis vor in Ort. Und dann machen wir unsere Arbeit weiter. Also der Tag ist auf jeden Fall um heute. Wir sind ja schon gefahren. 50 Kilometer heute und nur repariert und geschraubt. Naja, was soll's. Bis gleich. Der Vogtländer hat sich beschwert, dass seine Spur nicht stimmt. Aber wie man sehen kann, sieht man es auf dem Video. Ja, also man kann sehen, dass das Rad, also wirklich 3 cm hin und her geht. Hat also tatsächlich nichts mit Spureinstellen zu tun. Hier oben, gucken wir mal. Ja, das geht noch. Und hier drüben haben wir festgestellt, hier ist, da oben sieht man es, Lenkgetriebe. Also mit Spureinstellen hat es nichts zu tun. Ist einfach nur mal ein bisschen Verschleiß, müssen wir mal ein bisschen was neu machen, nicht? Die anderen alle hier, die sind entspannt, weil heute nichts kaputt gegangen ist. Ein Kühler ist kaputt gegangen. Da hat der Vogtländer einen Stein reingeschleudert. In den da haben wir schon wieder repariert. So, jetzt geht's an seine Mühle hier. Super, zu bauen. Jetzt könntest du nicht mal von der Seite machen. Hier schippen wir richtig. Wir schrauben schon Kuhreköpfe neu gemacht, ein bisschen. Die ganzen Buchsen neu. Hier haben wir ein bisschen weggeschliffen, damit es enger zusammengeht. Und hier, die ganze andere Truppe hier, die schrauben alle wie die Männer. Die machen jetzt die Thermostate alle raus, damit es morgen nicht warm wird. Was mit euch beiden? Ich schraub wohl gar nicht. Die fahren jetzt einkaufen. Die fahren einkaufen? Wir brauchen einen Schluck. Alter. Aber wir brauchen erstmal ein Auto schlüpfen. So. Rucksack. Ja, guck so. Sogar die Schmuselocke schraubt. Kommen sie angeklettert. Kletterschweine. Kommen die Loser. Was ist wieder passiert? Reifen kaputt. Quatsch. Alter, Beule in der Felge. Wird er irgendwo davor gefahren? Schon wieder die Küchenprofis haben schon wieder eine Reifenpanne verursacht. Ja, diesmal war es der andere hier, der Feuerlocke. So sagen wir ja, warte, aber wippelschnell machen. Guck hier, krieg den einen hier. Wenn er nichts kann, aber fressen kann er ja, das gibt's nicht. Hier, kann ich mal abbeißen? Das kann ich mal abbeißen, ja. Hier mal abbeißen, hier mal auf Erde Salami. Ah. Lecker. So, und jetzt? Los geht's, hebt mal alle ein. Das liegt doch da. Und so fertig. Ich filme. Vogtländer ist. Heute geht's. Warschauer Wippe. Der hat 5 Kilo Schein. Lass mal kurz los.
Ja, Jungs, was macht ihr da? Das haben wir schon schneller gesehen. Nein. Community, es tut mir leid, aber wir sind, ich weiß nicht, 3 Kilometer gekommen. Da ist der Daniel, der Chefschrauber hier, der alles geschraubt hat. Der hat sich gedacht, ich habe dem Mike seine Kommode gestern zusammengeschraubt. Da kann ich die heute auch zerballern. Er hat gesagt, die Bremse ging nicht, aber naja, wenn die jetzt drauf tritt, geht es komischerweise wieder. Ich glaube, er war einfach ein bisschen schnell und hat ein bisschen geschlafen. Und hat nicht gesehen, dass der Vogtländer, den es gar nicht gut geht, der sitzt hier im Gestrüpp und alles tut scheiße weh. Ist er hinten reingeballert. Bei beiden die Luft runter, einen kaputt geschlitzt, bei dem wissen wir es noch nicht. Hier alles verbohren, Spur sind da nur unterer Querlenker. Hier oben ein bisschen Schaden gemacht, Mike wird weinen nachher, wenn er heimkommt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Scheißdreck wieder fahrbar kriegen. Weil sonst muss das Elektrofuzzi nämlich wieder eine Stunde heim und dann wieder eine Stunde her. Da hat er keinen Bock drauf. Also versuchen wir mal notdürftig fahrbar zu machen, den Wagen. Da würde ich sagen, bis gleich. Nee, die passt nicht. Ja. 3 Stunden später, liebe Community, es tut mir leid, dass wir keine Fahrszenen haben, sondern immer nur hier im Walde, aber ich weiß nicht so richtig. Die Truppe hier, die schraubt lieber, anstatt dass er fährt. Aber, wie gesagt, ich sitze ja hier mit dem Küchenprofi am Rande und gucke zu und die schrauben. Es ist aber nur ein Provisorium, weil die Buchsen vom Querlenker mussten wir jetzt schon rauslassen, ein bisschen gerade geklappt. Und jetzt wird es ein bisschen eierig. Wir hatten schon überlegt, ob wir Jörg fahren lassen, weil der weiß ja, wie das geht mit Aziblasen auf Vorderachse. Ah, der ist nicht gut drauf. Ach, jetzt geht's schon wieder, hat eine Zigarette in der Schnauze. Der hat nämlich eine von hinten gekriegt. Beim Auffahrunfall. Der ist heute ganz ruhig, den hören wir gar nicht. Sag mal was. Ja. Willst du nicht sagen? Nee. Ja, du warst Zeuge, wie ist es passiert? Nee, er war Zeuge. Er hat daneben gesessen, der erzählt nicht, der hört zum Chaotenteam. Wie ist es passiert? Du hast ihn auch gesehen, ja? Die Bremsspur war 5, 6 Meter lang. Und dann ist er hinten reingezischt mit 12 Kölmer. Alles verbogen. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's wieder ins Täschchen also rein. Wir sind jetzt wieder notdürftig fahrbereit. Aber wir haben jetzt mal das Lenkrad angeguckt. Weiß nicht, was am Video sieht. Wie es aussieht, aber ich sage jetzt einfach mal, 10 km waren es nicht. Der Küchenprofi hat erstmal angeschoben. Jetzt kommt er ohne Motor. Laut los. Ja, der hat nämlich schon wieder eine Panne. Das ist der Pannenkönig hier. Ist aber nur der Stecker wieder auseinandergegangen von der Lichtmaschine. Da müssen wir jetzt mal einen Straps dran machen. Bis gleich. So, liebe Community. Donnerstagnachmittag, kurz vor Abfahrt. Wir sind jetzt wieder da. Heute ist bei mir einmal was kaputt gegangen, der Kühler. Mit einem ganz kleinen Loch, aber ich glaube, mein Wagen hatte weniger Temperatur als ich. So, jetzt sind wir alle wieder da. Küchenprofi ist auch wieder da. Ja, der neue Hausmeister ist auch wieder da. Und ja, die ganze Truppe ist alles heil geblieben, ist nichts weiter kaputt gegangen, nur ein paar kleine Gebrauchsspuren. Und wie hat es euch gefallen? Gut, sehr gut. Super. Sehr gut. Da freue ich mich. Und ja, du, jetzt hier fein. Ja. Seid im Hals noch, oder was? Habt ihr euch eigentlich wieder lieb, ja? Ja, ja. So, dann würde ich sagen, Jungs, ich mache jetzt Schluss. Community und tschüss. Und das muss für heute reichen. Voll geile Schüssel, Alter! Voll geil!